Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Deus Ex. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen der offensichtliche Weg. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der ideale Weg ist. Aber wir gehen jetzt einfach mal durchs Fenster. Das erscheint mir eine gute Sache zu sein. So. Wir haben Kisten. Medkit und einen Datenkubus. Juan bat mich um den Code für den Hangardecker. Er lautet 5914. Sag Yang, dass er auf sich aufpassen soll. Du weißt, was ich für ihn empfinde und ich werde dich töten, wenn das passiert. Halt die Ohren steif, Erin. Ein Dietrich, ein Dietrich. Zwei Dietriche. Dang it! Vielleicht können wir hier Krach machen. Und dann kommt der Typ da rein. Ich wollte gerade sagen. Das hat funktioniert. Allerdings war die Ausführung nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Autsch. Aber zumindest funktioniert das einigermaßen. So, dann nehmen wir das hier wieder mit. Medkit, Datenkubus, Dankeschön. Speichern. So, der wird jetzt hier reinkommen. Hoffe ich. I guess we're safe. No, nee, ist halt nicht safe. Hier. Quiet. I think we got cops. Komm rein. All clear. Dang it. Komm doch hier rein. Das hast du vorhin auch gemacht. Ja. Okay, ersten haben wir. Ich muss gleich ein Medkit verwenden. Na komm. Zeige dich. Ah, dammit. Ah, dammit. Okay, wir müssen ein Medkit verwenden. Heilen wir mal den Torso auf jeden Fall und vielleicht sogar auch noch das Bein. So, ersten haben wir. Zweiter kommt von da. Scheiße. Ich wollte nicht die AP-Munition jetzt verwenden. Damn it! Fascist. Warum? Die Steuerung ist teilweise ein bisschen friemelig. Munition wechseln. Ich weiß nicht, was der genaue Unterschied ist zwischen den Munitionen. Oder ist noch einer? Von der braucht man einfach zwei Schüsse, so wie es aussieht. Irgendwie hier kommt man doch. Die Munitionsart wechseln, aber naja. Ich könnte auch einfach kurz nachgucken. Munition wechseln. Wo haben wir es denn? Munition wechseln, C. Alles klar. Ja, gut. Wissen wir Bescheid. Ist nicht so schwierig. Muss es einfach einmal wissen. Da haben wir eine Codetafel. Was war der Code nochmal? Tut mir leid, es ist 5914. Alles klar. Oh, der hat Drogen dabei. So, wir schmeißen euch mal hier rein. Ansonsten ist hier nichts zu finden. Wir könnten die anderen Truhen noch knacken. Ich weiß aber nicht, ob sich das lohnt halt. Ich meine, irgendwann muss man wahrscheinlich mal ein bisschen Risiko eingehen und irgendwas knacken. Wie viele Dietriche haben wir?
3 nur. Ja, das ist. Ist nicht so viel. Aber zumindest ist hier Ruhe im Gelände. Vielleicht ist das Müll? Na komm. Nichts im Müll, Wasserspender. Da ist eine Selbstschussanlage. Auf jeden Fall ein Datenkubus. Cousin, ich bin gerade auf dem Sprung. Muss noch ein bisschen Züme verschieben. Wenn es Schwierigkeiten gibt, drückt einfach den Alarmknopf. Auch wenn du versuchst, es zu verstecken, ich weiß, du hast Schiss. Keine Sorge, ich höre den Alarm. Das Teil ist laut. Okay. So, ein bisschen was geheilt. Können wir auch jährliche Überflutung. Das muss ich jetzt nicht unbedingt lesen. Können wir auch den Alarmknopf betätigen? Was ist das eigentlich? Eine Geheimtür. Wurfmesser. Kampfmesser. Ist das dasselbe wie das normale Messer? Was können wir loswerden? Den Taser. Pfefferdingens. Waffenmodifikation Präzision. Hä, was habe ich denn hier raufgepackt? Wie viel Präzision haben wir hier? 2. Würde ich sagen, gehst du mal hier rauf. So. Kampfmesser. Das ist einfach nur ein normales Messer. Können wir da ablegen. Brauchen wir nicht. Schokoriegel, Sojanahrung. Munition, Leuchtfackeln. Zielfernrohr. Verschlossen 5 Dietriche. Ha. Das werden wir jetzt knacken. Auch wenn ich es wahrscheinlich bereuen werde. Wir werden das jetzt knacken. Und zwar werden wir... Ah, wir haben Schlösser knacken. Nirgendwo. Damn it. Nee, wir können es nicht knacken. Wir kommen nicht auf die notwendigen Punkte. Na, ich meine, wir können das hier mal skillen. Einmal erhöhen. 4 Dietriche, das ist immer noch viel zu viel. Fähigkeiten. 1500. Dang it. Ich will wissen, was da drin ist. Aber wir können es nicht knacken. Also wir können es... Nope, Multitool geht nicht. Was haben wir hier? Ein Schalter? Okay, das Ding einfach wieder zu. Ne, bleib auf. Schade. Schade, schade, schade. Die Kiste ist sehr verlockend. Aber, naja, was will man tun? Pfeile nehmen wir mit. Schön, wir haben ein... Oh, wir haben noch eine Waffenmodifikation gefunden. Ein Zielfernrohr. So, dann haben wir hierfür jetzt auch eins. Oh yes. Gute Sache. Fantastisch. Moment mal, hier war doch schon offen. 5914. Da wäre bestimmt super guter Loot drin gewesen, aber was will man tun? Okay, das ist der Hangar. Der ist, das ist unser Bruder. Das ist auch Zivilist. Wir müssen ins Flugzeug rein irgendwie. You can relax, JC. I told the troops to stand down. That's right. I'm working for the NSF. I'll meet you at the 747. Okay, es ist tatsächlich unser Bruder. Der hat uns, was heißt uns? Er hat UNETCO unter Hintergang. Ich bin gespannt auf seine Gründe. Ach komm schon, jetzt rennst du hier echt hier hin? Excellent work. I underestimated your abilities. You work for the NSF? Listen to what I've got to say. We don't have much time. You got that right. UNATCO will have a team here in a few minutes. The Great Death is a man-made virus. Everyone up to the president is at UNATCO's mercy as long as UNATCO controls the supply of ambrosia. You believe that? We have proof. We need to get the ambrosia to Hong Kong. Heard of Tracer Tong?
He can help us synthesize it ourselves. You better step away from the jet. Your boss is my next objective. Join us, JC. Talk to Lebedev. He can convince you. Tja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich davon halten soll. Wir können uns hier frei umsehen. Kein Kampf mehr notwendig. Und eine weitere Präzisionswaffenmodifikation. Ich weiß noch nicht genau, wo wir die raufpacken. Ich behalte die erstmal, solange wir, solange unser Inventar nicht voll ist. Da ist nochmal eine Kiste. Da ist auch noch ein Datenkubus. Bildplan der 747. Okay, das Upper Deck Communication Center Cargo Bay. Warum finden wir ein Bild von dem Ding? Das... Inwiefern wird das relevant? Und warum haben sie nicht alle Ambrosia-Kisten direkt ins Flugzeug geladen? Das ergibt irgendwie auch nicht so viel Sinn. Der sieht auch speziell aus. Was ist das denn für eine Tür? Das ist doch keine Tür. Der Bot ist auch freundlich. Hooray! Meine Güte, du hätte mir der Bruder aber auch mal früher sagen können, dass... Easy. We don't want any trouble. Ja, ja, und deswegen habt ihr die ganze Zeit auf mich geschossen, ich sehe schon. Das ist unser Bruder, wer bist du? Aircraft Mechanic. Hey, you're the guy the Feds sent. I have something for you. How do you know anything about the Feds? Oh, Lebedev, all his people right now, they're running around like ants thinking it's gonna be a raid. Rich Bastard probably has some kind of drug deal about to happen. Anyway, filch this stuff from a guy's locker. I'm selling a recoil weapon mod for 400. I also have some shotgun shells I'll give you for 300. Den Rückstoßmodifikation nehme ich ganz gerne. Gotta get rid of some gear. Hold on. Okay, müssen wir es loswerden. Legen wir das Ding hier erstmal ab. So, gib das Ding hier. Here's 400 for appreciate it. Okay, sehr gut. Wo ist unsere Pistole hin? Hier. Man sieht sie kaum. Okay, einmal Rückstoß. Das packen wir darauf, auf unsere Hauptwaffe. Den Rest lassen wir mal so. Ja, ich denke mal, die Glock wird unter Umständen vielleicht noch interessant werden, wenn wir mehr Damage brauchen. Sie macht halt Krach, macht aber dafür weniger Schaden. Aber ich glaube, wenn wir einen Headshot machen, spielt das nicht so eine Rolle. Und das eigentlich generell das, was ich eh probiere, immer zu tun. Gibt es einen zweiten Weg ins Flugzeug? Anscheinend nicht. Gut. Dann gibt es wohl nur einen Weg da rein. Und der ist über diese Rampe. Okay, da wird geladen. Das, die Tür ist zu. So, da. Bisschen Forti. Hochheilen. Ich glaube zwar nicht, dass es zum Kampf kommt, aber man weiß ja nie. Viel heilt es auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Radpfanne, Zigaretten brauchen wir nicht. Sojanahrung. Sehr gut. So, jetzt können wir auswählen, ob wir noch unten oder noch oben oder weiter nach hinten wollen. Gucken wir uns nochmal das Bild an. Also. Wir waren... Ja, wir sind jetzt hier irgendwo. Conference Room, Private Bedroom. Communication Center. Unten ist die Cargo Bay. Das heißt, ich denke, wir gehen erstmal nach unten. Da wird dann vielleicht das Ambrosia-Fass liegen. Das ist zumindest die Hoffnung. Dang it. Napalm können wir mitnehmen. Warum auch nicht? Da ist es. Yay! Wir haben alle drei Fässer. Sekundärziel erreicht. Reparaturbot.
Ah, cool. Wir können unsere Bioenergie bei dem Reparaturbot aufladen. Tolle Sache. Was ist das hier? Nichts, was wir zertrümmern können. Eine Codetafel. Also gut. Wir machen das jetzt so, wir erhöhen die Elektronik. Sind voll. Und machen das hier. Und jetzt brauchen wir nur ein Tool. So. Ich will wissen, was das ist. Implantatmodul. Kein Platz. Okay, Qual der Wahl. Ich glaube, die Gasgranaten brauchen wir nicht unbedingt. Ah, wobei. Was mit dem blöden Zyme? Wisst ihr was? Mit dem Rotz. Was ist das für ein Implantatmodul? Ballistischer Schutz aktiv, MBS 021 passiv. Ich denke, das ist, das könnte ganz gut sein. Kannst du das einbauen? Nee. Gute Sache. Ich denke, das hat sich gelohnt. Für ein Implantatmodul ein Multitool auszugeben, da bin ich zufrieden mit. So, jetzt spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, wo wir zuerst hingehen. Zigaretten, Schokoriegel, Datenkubus. Nichts Interessantes zu lesen. PS20. Nichts Interessantes zu lesen. Telefon. Die Tür geht nicht auf. Okay. Hier ist relativ nichts. Dann gibt es wohl nur einen Weg weiter. Der ist... Was? Der Nanoschlüssel passt nicht. Hä? Wir sind hierher, von hierher gekommen, oder? Und hier noch, das ist die Toilette. Verschlossen. Wo ist Lebedev? Wo zur verdammten Hölle ist Lebedev? Irgendwas übersehe ich. Ist hier, irgendwo muss ein Schlüssel sein oder so. Also es kann nicht sein, dass wir die Tür da knacken müssen. Das kann ich, glaube ich, nicht. Sie haben nicht den passenden Nanoschlüssel. Damn it. Paul. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Lebedev da drin ist. Alles andere macht nicht so viel, würde nicht so viel Sinn machen. Wir schmeißen einfach mal eine Bratpfanne an die Tür. 75-60. Ne, er hat nichts gebracht. Hätte ja sein können. Aber nun ja. Schade. Paul, wir brauchen hier einen Schlüssel. Get on the plane. We're almost ready to go. Blackmail of the US government could not possibly escape the notice of the United Nations. Don't be so quick to trust the UN. Are you kidding? The UN's about the only chance we've got these days. If the US spirals into another civil war. A pretext, nothing more. The whole project of world government, going back to the League of Nations, has been funded and manipulated mainly by wealthy bankers. Is that so? Remember that the UN itself was built on land donated by John D. Rockefeller. Get on board. A UNATCO security squad will be here any minute. Ja, wir waren schon da. We've always been the ones to profit from one world government. Leider kommen wir dann nicht wirklich weiter. Oder wir müssen oben in der Kommunikationszentrale irgendwas machen. Ich habe hier was irgendwie... War ich zu derpy. Irgendwie das Flugzeug anschalten oder so? Hier ist ein Schlüssel. Ah, privates Quartier. Okay. Dann habe ich doch wohl was übersehen. Offensichtlich. Zack und offen. Das hier bleibt aber verschlossen. Das wird dann wohl Lebedev sein. Können wir uns hier noch ein bisschen umsehen? Eine Codetafel. Hm. Ich weiß nicht genau, was uns die bringen sollte. Was ist das da?
Eine Glock 49, die können wir mitnehmen. Haben wir noch einen Code? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alle Codes. Den haben wir, das ist für die Damentoilette. Ich meine, wir können es nochmal mit 5914 probieren. Ja, habe ich auch nicht gedacht, dass das funktioniert. Und das Ding hier kriegen wir so nicht auf. Damn it. Nun gut, dann reden wir wohl mit Lebedev. Kann auch das 40 nehmen. So. I surrender. What? Easy now, Agent. UNATCO has a policy against killing unarmed prisoners. We have much to learn from each other. We're assuming control of the airfield. The vaccine will be returned to the international authorities. Don't you want to hear why your brother came over to our side? He makes his own decisions. You know he wouldn't betray UNATCO without a reason. Okay, du wirst bestimmt noch mehr zu sagen. Oh. Now finish the job. He surrendered. I know. He's an unarmed prisoner. UNATCO policy protects him. Terminate the prisoner, agent. If you are too afraid, you are ordered to return to base on Manderly's authority. There is a helicopter waiting. Neues Ziel, prüfe Datenkern. Okay. Gehen Sie zum Helikopter auf dem Rollfeld, eliminieren Sie Juan Ivanovich Lebedev. Ich glaube, das hier ist wohl der Punkt, an dem wir uns entscheiden können, auf welche Seite wir gehen wollen. Also, ne? Wir können jetzt entweder ihn töten und sagen, was das tun, was Navarre sagt. Und ihn töten. Oder wir gehen einfach zum Rollfeld. Zum Helikopter auf dem Rollfeld. This man will receive a speedy trial. Guck mal nochmal, was er zu sagen hat. The question you've got to ask, I'm surprised you haven't, is the obvious one. Who am I? Who made me and for what purpose? UNATCO has briefed me on my augmentations. Get to the point. Return to base, Agent Denton. I will handle this. Your parents were murdered precisely because they could have told you the correct answer to that question. That's a pretty big claim. You didn't have parents. The ones you knew were employees. You were made by a couple of technophiles so crazed for power that they would control not only governments and people, but the chemistry of our bodies as well. Leave us, Agent. Now. Okay, hast du sonst noch was zu sagen, Lebedev? Sounds like a picture-perfect description of the NSF. Think bigger, Agent. Think global. You have disobeyed a direct order. Ja, warte mal, Anna. Do you think it's an accident that the cure for the global plague is owned by a single corporation and that it's kept so secret that only the tabloids dare print a story suggesting it exists? The supply is limited. That doesn't mean there's a conspiracy. But where does that corporation manufacture the cure? And where did your brother uncover the information that brought him over to our side? Go on. I can tell by the expression on your friend's face that she knows where I'm heading. UNATCO is completely correct to think that Tracer Tong will soon understand Ambrosia. He was the one who was going to receive this shipment. Why tell me all this? I've said nothing that UNATCO won't find on this plane's computer. But here's the secret. This is what Paul was so interested to hear from Tracer Tong. Manderly will be disappointed in your insubordination. Okay, wir haben noch... What? Okay. That is what happens to a prisoner who tries to escape. Go to the helicopter now, Agent Denton. It is waiting at the airfield. Nun gut, wir haben Informationen gekriegt. Können wir ihn looten noch zumindest? Nee. Get to the helicopter. Ja, Anna, du hast da gerade ein bisschen vorgegriffen. Ich war noch unentschlossen, was wir mit ihm tun sollen. I have never had this much difficulty with a trainee in my life. Du bist eine eiskalte Killerin, ne? Ja, okay. Aber ich mag sie irgendwie trotzdem. Nun gut, dann gehen wir zum Helikopter.
Neue Daten übertragen. See to the helipad. We know your brother was here. He is gone, but we will find him. Okay. Ach, wo ist dann das Helipad? Das sind jetzt die Netco-Truppen. All clear, sir. Ja. Müssen wir außen rum oder gibt es irgendwie einen schnelleren Weg? Ah, da oben ist noch eine Kiste. Da oben ist noch eine Kiste. Wie kommen wir da hin? We've disabled the security grid. Mal gucken. Ich will zu dieser Kiste. So, wir packen das da mal hin. Dann nehmen wir eine von den Kisten hier mit. Agent Herman is on his way. Ja, ja. Damn it. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Ich komme nicht da hoch. Da war aber die Kiste, oder? Oder bin ich doof? Doch. This area is secure. Da ist eine Kiste. Wir müssen da nur irgendwie hochkommen. Okay, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen mehr Kisten. Wir stapeln das Zeug jetzt. Ja, ja, Schnauze. Das dauert jetzt ein bisschen. Tut mir leid. Also, Ich kann mit dem Ding nicht da hoch. So. Okay, dann gehen wir da hoch. Kiste. Na komm. Ablegen ist hier doch möglich. So. Oh yes. Ich wusste doch, dass das geht. Okay. Gummigeschosse. Na klasse. Das war jetzt nicht der beste Loot aller Zeiten. Da oben ist auch nochmal eine Kiste. Hab ich die alle übersehen, oder? Na, es ist nicht so verwunderlich. Manchmal bin ich ein bisschen kopflos. Um es nett auszudrücken, kann ich die Kiste... Damn it. Ich krieg die Kisten hier nicht hoch. Wo? Na... Nehmen wir die hier noch. Komm. Kleinen Karton stapeln. Nichts leichter als das. So, du dahin. Oder hierhin. Ach komm schon. So. Und den Karton können wir jetzt mitnehmen, oder? Ja, Karton geht. So. Karton dahin. Und dann können wir hier hoch. Und ein Dietrich. Sehr schön. So, haben wir sonst noch irgendwas übersehen? There's a chopper waiting at the helipad. Ja, ja, ich weiß. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Ob wir irgendwo Kisten haben. Vielleicht ganz oben? Nee, sieht nicht so aus. Okay, zum Helipad zurück. Das ging, glaube ich, hier lang. Und dann hatten wir diese Kiste noch, die ich eigentlich auch gerne aufgekriegt hätte, aber es soll wohl nicht sein. Ich könnte jetzt alle vier Dietriche wahrscheinlich verwenden, um das Ding zu knacken, aber das ist es nicht wert. Deswegen machen wir das nicht. So, kommen wir hier wieder zurück. In der Tat. Und auch hier können wir uns jetzt, glaube ich, nochmal umsehen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass die ganzen Bots weg sind. Oder zumindest freundlich gesinnt. Da war nochmal eine Kiste. Ein paar Betäubungspfeile. So. Aber. Ach, hier ist Hermann. Da ist unser Haley. Wir reden noch kurz mal mit ihm. Vielleicht hat er irgendwas... Cooles zu sagen. Mandalay has assigned me the peacekeeping occupation of the airport. Standard procedure, it appears. I'm sure we can count on you. I want to be the one to execute Lebedev. Some bad news. Agent Navarra beat you to it. Yes, of course. I will congratulate her. Hey, about my brother.
A shame that we have to track down and kill one of our most advanced agents. At least we have one of you left. Don't you think we should give Paul a chance to explain himself? He's been with UNATCO for years. Only one thing can happen when you break your oath to the Coalition. Okay, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir nicht großartig eine Wahl haben. Hallo? Da ist eine Kiste. Kann ich hier... Ja, ich wusste doch, dass ich hier hoch durch kann. So, da haben wir nochmal einen Dietrich. Sehr nice. Findet hier noch Zeug. Aber ich wusste ja nicht, dass man sich nach der Mission hier noch einfach frei bewegen kann. Deswegen habe ich gedacht, ja, sicher ist sicher. Ist da hinten noch eine Kiste? Ich bin mir unsicher. Gucken wir einfach kurz mal nach. Ja, das sind nur Fässer. Die Augen sind ausgeschalten. Was ist das hier? Aha. Da können wir wahrscheinlich die Augen abschalten, wenn sie noch aktiv gewesen wären. Da sind auch nochmal zwei Kisten. Ein Tool. Für zwei Kisten? Wie viele Tools haben wir? Drei Stück. Ah, dang it. Lohnt sich das? Ach komm. Wir machen das. Plus zwei Dietriche? Wollt ihr mich veräppeln? Nun gut, jetzt haben wir es schon gemacht. Was soll's? Ich hoffe, das lohnt sich. Ah, das könnte nicht so schlecht sein. Und ein Magazin. Ja, was haben wir? Zwei Dietriche und ein Multitool verwendet. Das ist, glaube ich, sogar noch akzeptabel. Magazin. Naja, wir nehmen das einfach mal mit. Das passt schon soweit. So, dann gehen wir zurück ins UNATCO Hauptquartier. Told me about Paul. It's true. Paul's been working for the NSF. This is gonna shake up the Coalition, JC. I don't know if you realized how important your brother was. Coalition will recover. I'm not so worried about the Coalition. UN officials will probably get involved. You'll have to keep your head down if you're gonna come through this in one piece. Sure you're ready to head back to base? Jo, gehen wir. I'm ready. Let's move out. Get in. Gut, da haben wir wieder eine Mission erfolgreich abgeschlossen. Diesmal bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie die Mission gelaufen ist. Wir haben relativ gründlich Sachen durchsucht. Wir haben viel Zeug gefunden. Und ja, lief gut. Aber mein Lieben, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal einen Break. Und beim nächsten Mal werden wir dann mit Mandali reden. Und ich bin mir sicher, dass jetzt die ganze Story ziemlich Fahrt aufnehmen wird. Nach dem, was mit unserem Bruder passiert ist. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn euch das Let's Play gefällt, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Und vielleicht wollt ihr auch subscriben. Und sonst hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, habt eine gute Zeit, euer Northgate.